Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir sprechen im Expertentalk über die Gründerwoche Startup MG. Und zwar findet diese Veranstaltung vom 13. bis 17. November hier in München-Gladbach statt. Meine Gäste sind Raphael Lenzion von der Wirtschaftsförderung und Marc Nier-Wedberg von Next MG. Herzlich willkommen. Hallo. Wie ist es, Herr Lenzion, zu dieser Gründerwoche überhaupt gekommen? Ja, wir haben die Gründerwoche unter dem Motto Startup MG gestellt. Es sind insgesamt 10 Partner, die sich zusammengetan haben und ein interessantes Programm anbieten, darunter Gründercoaching, eine Coaching-Veranstaltung für Gründer und Interessierte. Darüber hinaus bieten wir ein Meetup mit einem Sonderformat zu Israel und hoffen damit auch das Publikum zu begeistern. Welche Rolle hat die Wirtschaftsförderung da übernommen? Wir koordinieren die Veranstaltungen, wobei wir haben insgesamt 10 Veranstaltungspartner, mit denen wir das gemeinsam durchführen. Darunter sind das die Verbände, Einzelhandelsverband, Bundesverband für mittelständische Wirtschaft, auch die IHK ist Partner und Coworking-Anbieter wie Co21, Neostarter, Blauschmiede und Westend. Ja. Okay, welche Ziele sind denn damit verbunden mit dieser Gründerwoche? Wir wollen die junge Gründer-Community begeistern, gemeinsam mit uns ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen. Wir bieten eine Plattform für die Gründer, für gründungsinteressierte Bürger und Studenten. Und darüber hinaus wollen wir auch den Unternehmen in Mönchengladbach einen Impuls liefern. Dieser Impuls kommt aus der Gründerszene. Einer Ihrer Partner ist ja auch Next MG. Dann frage ich auch Sie gleich mal, wer verbirgt sich denn hinter dieser Institution oder hinter dem Verein? Next MG ist ein Zusammenschluss aus Institutionen der Stadt, Unternehmen und Privatpersonen, die Gründerkultur in der Stadt fördern wollen und uns stärker sozusagen in der Stadt für Digitalisierung engagieren wollen. Welche Ideen stecken denn dahinter? IT-Ausbildung, was schlagen Sie vor? Naja, das, was man ja, glaube ich, überall an allen Orten sieht, ist, dass immer mehr Digitalisierung und IT-Kompetenz gebraucht wird, in der Industrie, im Büro, überall eigentlich in den Unternehmen. Und wir glauben, wenn wir den Wirtschaftsstandort Mönchengladbach attraktiv halten wollen, wenn wir für Beschäftigung am Wirtschaftsstandort sorgen wollen, dann müssen wir mehr IT-Kompetenz fördern und wir müssen auch mehr Gründerkultur fördern, denn neue Unternehmen bedeuten neue Beschäftigung. Sie treffen ja den Nerv der Zeit. Welche Mitglieder möchten Sie denn gerne mit aufnehmen? Wir sind eigentlich offen für alle Mitglieder, denn wir denken, dass das Thema auch für alle relevant ist. Es ist sowohl für die etablierten Unternehmen relevant, die sich ja jetzt mit der Digitalisierung auseinandersetzen müssen. Es ist für die Schulen relevant, die immer stärker IT-Kompetenz in den Unterricht integrieren müssen. Und es ist natürlich auch für junge Leute oder auch Mid-Career-Gründer, also Leute, die noch im Berufsleben stehen, wichtig. Denn die Frage ist ja, wie mache ich aus einer Idee, die auf Papier ist, am Ende wirklich ein Unternehmen? Kommen wir nochmal zurück auf die Gründerwoche. Ganz viele Workshops, ganz viele Veranstaltungen und Vorträge. Welche Branchen stehen da im Fokus und welche Menschen sollen denn kommen? Das ist eigentlich natürlich vor allem das Thema digital. Denn wenn man auch den Gründerreport der IHK liest, gibt es gerade im Bereich digital sehr viele Gründungen. Das ist einer der aktivsten Bereiche, wo gegründet wird. Aber es ist auch für die etablierten Unternehmen sehr wichtig, da mal vorbeizugucken und zu sehen, welche Ideen sind denn da draußen und wo sind junge Leute, die vielleicht gerade aus der Uni kommen, die vielleicht gerade ihren Abschluss gemacht haben und neue Ideen mitbringen. Es gibt ja viele neue Ideen, die, wie Sie sagen, auch im stillen Kämmerlein dann vielleicht auch vollzogen werden. Da braucht es ja auch Investoren oder auch ganz viel Beratung. Sind das auch die Menschen, die dann in dieser Gründerwoche wirklich auch gut aufgehoben sind durch die vielen Veranstaltungen, die stattfinden? Das ist genau, wie der Raphael Lenzion schon gesagt hat, einer der Hauptschwerpunkte, dass wir gerade dieses Thema bedienen wollen. Wie geht das eigentlich? Also wie komme ich vom Papier zur Realität, ja, von der Idee zur Realität? Und wir wollen natürlich auch den Leuten Mut machen. Also wenn Sie heute in der Abschlussklasse fragen, was macht ihr denn später, dann sagen 95%, ich will auf jeden Fall angestellt werden. Und mit den 5%, die dann sagen, ich könnte mich auch selbstständig machen, werden wir am Wirtschaftsstand auch nicht weiterkommen. Wir brauchen mehr unternehmerischen Mut. Wir brauchen mehr Leute, die Lust haben, was zu entwickeln, was aufzubauen. Und dazu gehört auch Scheitern. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, in der Auftaktveranstaltung Rolf Schrömgens, ein Gladbacher, der mit Trivago ein gut gehendes Unternehmen hat, der wird auch was dazu sagen, dass man eben manchmal einmal mehr aufstehen muss, als man hinfällt. Und das müssen wir gerade in Deutschland, glaube ich, noch sehr intensiv lernen.
ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie sehen Sie das, Herr Lenzion? Ja, ich denke mal, das ist auch ein wichtiger Impuls für die Mönchengladbacher Wirtschaft. Wir haben in den Leitbranchen, sei es im Bereich Textil, Bekleidung, Mode, sei es im Bereich Produktionswirtschaft mit Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik, aber auch in der Logistik durchaus sehr interessante Unternehmen, die auch diesen Impuls sich, glaube ich, wünschen. Und deshalb ist es auch eine Aufgabe, für Digitalisierung zu werben und diese Unternehmen zu sensibilisieren, mit diesen Unternehmen auch Projekte zu machen. Und da passt eigentlich die junge Start-up-Gründerszene ganz gut. Die gibt nämlich neue Impulse. Haben Sie Tipps für unsere Zuschauer, was sich besonders lohnt? Oder vielleicht machen wir neugierig, weil ich glaube, alles ist interessant. Ich glaube, das Angebot ist wirklich sehr breit. Also es geht wirklich vom Gründercoaching über Prototyping. Also das ist ein Verfahren, bei dem man sagt, versuch mal schnell deine Idee, die du bisher im Kopf hast oder auf Papier, in ein Modell zu bringen und auszuprobieren. Wir haben, wie gesagt, den Eingangsvortrag vom Trivago-Gründer, der, glaube ich, sehr interessant werden wird. Ich denke, da ist für jeden was dabei und auch für jede Stufe. Also sowohl für die, die noch Einzelkämpfer sind, als auch die schon das erste Team gefunden haben. Und wichtig auch nicht nur Einzelkämpfer, sondern auch Einzelkämpferinnen. Sehr gut. Also wir werden auch ganz besonders viele Angebote haben, wo wir gerade auch Gründerinnen ansprechen wollen. Sie haben ja auf die Veranstaltungswoche hingewiesen. Vielleicht zeigen wir unseren Zuschauern auch nochmal den Flyer, der überall ausliegt. Und natürlich auch auf der Webseite. Also hingehen, und ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch. Gerne.